Sie waren die Helden des Mittelalters. Kämpfer für Kaiser und Kirche, Elite-Soldaten einer großen Epoche. Die Ritter. Auf ihren Burgen lebten sie das stolze Ideal von Edelmut und Treue. Aber als Raubritter verbreiteten sie auch Angst und Schrecken. Mit ihren Reisen in den Orient machten sie die Kultur des Abendlands reicher. Der Papst befahl ihnen, für die Christenheit Jerusalem zu erobern, das geistliche Zentrum der mittelalterlichen Welt. Und ihren kostbaren Schwertern ging der Ruf voraus, unüberwindlich zu sein. Aber zuletzt wurden sie dennoch das Opfer einer neuen Zeit, in der ein politischer Erfolg mehr zählte als Ritterlichkeit. Warum sind die Geschichten von Rittern so faszinierend? Ich glaube, weil in ihnen alles vorkommt, was das Leben spannend, abenteuerlich und auch sehr romantisch macht. Als Kind habe ich mich oft in all diese tollen Geschichten hineingeträumt, in diese Welt der Abenteuer, des Muts, der Freiheit und Rebellion und natürlich der edlen Burgfräulein, die ihr Haar für mich herablassen. Es ist eine märchenhafte Welt. Und das ganz Besondere, es gab sie wirklich. Ja, es gab wirklich dieses Reich der Ritter, diese verrückte Mischung aus Kampfeslust, Abenteuer, Edelmut und tiefer Frömmigkeit, dieses pralle Leben am Limit. Dabei war anfangs alles aus purer Not geboren, aber Not macht ja bekanntlich erfinderisch. Es war nämlich die Erfindung der Schnelligkeit. Vor 1300 Jahren verändert sich die Welt des nördlichen Europa schlagartig. Das Leben beschleunigt sich. Wie aus heiterem Himmel stürmen aus Süden und Osten wilde Reiterhorden heran, Ungarn, Hunnen, Araber. Sie geben das neue Lebenstempo vor, das ihrer schnellen Pferde und ihre noch schnelleren Pfeile. Im Jahr 711 überrennen die muslimischen Nordafrikaner ganz Spanien und machen sich daran, die Pyrenäen zu überwinden, den natürlichen Grenzwall zum Frankenreich. Die Kämpfer, die sich hinter der Sierra di Cadi aufbauen, sind wie ein menschlicher Tsunami. Ihr Heerführer, Tariq ibn Ziyad, schickt sich an, nun auch das Reich der Franken zu erobern. Ihre Zeit wird knapp, das begreifen die fränkischen Heerführer. Wollen sie das christliche Reich gegen den Ansturm der Moslems bewahren, so müssen sie Tempo mit Tempo beantworten. Das soll auch im Frankenreich der Schlüssel zum militärischen Erfolg werden. Pferde, die aus langsamen Fußsoldaten blitzschnelle und wendige Kämpfer machen. Der Einstieg der Franken in die neue Kriegstechnologie muss irgendwann in diesen Tagen entschieden worden sein. Mann und Pferd zusammengeschmiedet zu einer einzigen Waffe, zum fränkischen Panzerreiter. Für ihre Elitekämpfer nutzen die Militärs noch einen Defensivschutz, den Schuppenpanzer, der Schwerthieben und sogar Lanzenstößen standhält. Die Klosterbibliothek im schweizerischen St. Gallen ist eine der ältesten und größten Bibliotheken der Welt. Bereits vor 1200 Jahren wurden hier von den Benediktinermönchen wertvolle Handschriften zusammengetragen. Meister der Buchmalkunst haben hier gearbeitet und mit Goldtinte die vielleicht kostbarste Handschrift geschaffen, den goldenen Psalter. Ein Höhepunkt fränkischer Buchmalerei
und zugleich das einzige Dokument, das einen authentischen Eindruck vom Aussehen der frühesten Ritter überliefert. Die Belagerung einer Stadt mit kompletter Ausrüstung. Mit Pfeil und Bogen, Lanzen und Schilden, Schwertern und Eisenhelmen und im Herzstück dem Schuppenpanzer. Oft sind es auch Kleinigkeiten, die viel bewirken. Der Steigbügel zum Beispiel, eine revolutionäre Erfindung, die es erlaubt, freihändig zu reiten und zu kämpfen. Panzerreiter sind die technologischen Trendsetter ihrer Zeit und zählen bald zur besseren Gesellschaft. Die weltpolitische Bedeutung der neuen Waffentechnik wird schon wenig später offenbar. Bei Tours und Poitiers treffen die christlichen Franken auf ihre muslimischen Angreifer. Zum ersten Mal haben die Franken wirkungsvolle Mittel gegen die Wucht des Angriffs in Händen. Schutzschilde gegen die Pfeile, Helme und Schuppenpanzer gegen Schwerter und Lanzen. Und vor allem die Wendigkeit im berittenen Zweikampf. Bei Tours und Poitiers wird die Invasion der Mauren erfolgreich gestoppt. Das Frankenreich bleibt christlich. Das hier, das war das absolute Spitzenprodukt, das vor 1200 Jahren im Frankenreich zu haben war. Der Export eines solchen Schuppenpanzers war streng verboten. Nicht zuletzt, weil das eine echte Kostbarkeit war. Ritter sein war schon immer etwas teurer. Auch später, als man die Lamellen durch tausende kleiner Ringe ersetzte und das pflegeleichte Sweatshirt aus Eisen erfand. Stellen Sie sich vor, jeden einzelnen Ring müssen Sie zusammennähen. So etwas zu stricken dauert mindestens ein Jahr. Entsprechend sind die Preise. Aus dem Mittelalter ist noch dieses Dokument erhalten. Eine Rechnung über Ritter-Equipment. Damals rechnete man natürlich noch nicht in Euro. Am besten rechnet man ziemlich inflationssicher in Kühen. Allein 4 Kühe kostete ein wertvoller Kettenpanzer. Die einfache Grundausstattung inklusive Schwert und Lanze nochmal 5 Kühe. Und dann das teuerste, das Fortbewegungsmittel. Und glauben Sie mir, ein gutes Streitross kriegen Sie nirgendwo unter 10 Kühen. Macht also gute 20 Kühe. Das entspricht dem Viehbestand eines mittelalterlichen Dorfes. Um Ritter zu werden, braucht man einen finanzkräftigen Sponsor. Und es ist ja klar, dass man seinem Mäzen dann auch auf Leib und Leben treu ergeben sein muss. Eben das war völlig neu. Ein ganz besonderes Treuebündnis war gefordert. Ein heiliger Schwur. Es ist ein Brauch, der schon im alten Volksrecht der Germanen wurzelt. Jetzt in der Welt der Ritter erlangt er zentrale Bedeutung. Der Treueschwur, ein heiliger Akt, der durch möglichst viele Zeugen bekräftigt wird. Durch ihn wird im Mittelalter Rechtssicherheit zwischen Herrscher und Vasall geschaffen. Treue und Verlässlichkeit werden zur Rechtsnorm und erweisen sich als erfolgreiches Mittel, um strategische Allianzen dauerhaft zu sichern. Ich schwöre in ewiger Treue, ein Gefolgsmann zu sein. Dabei wird es üblich, die Reitersoldaten mit einem Stück Land zu versorgen, einem Lehen, das ihren Lebensunterhalt und ihre Kampfbereitschaft sichert. Als Gegenleistung muss der Vasall lebenslange Treue schwören. Der Schwur auf die Gebeine eines Heiligen, auf eine Reliquie, soll die Unverbrüchlichkeit auch vor Gott bekräftigen. Gott schwöre ich, meinem Herrn treu zu dienen, so wahr mir Gott hilft. Als sichtbares Zeichen seiner Vasallentreue wird der Ritter mit Schild und einem Zierhelm beschenkt, oft bekrönt mit einer mythologischen Figur, etwa der Liebesgöttin Venus. Die Umgürtung mit einem kostbaren Schwert vollendet die Zeremonie. Diese Schwertleite wird später als Ritterschlag zum Ritual der Adelserhebung.
Mit dem Reiteradel entsteht eine eigene soziale Klasse, die sich abhebt vom Klerus und von den Bauern, die seit dem 9. Jahrhundert zunehmend in Leibeigenschaft leben. Ritter sind frei, stolz und nur dem Richterspruch ihres Lehnsherrn oder Königs unterworfen. Aber schon bald wird ein Problem offenbar. Was machen hochqualifizierte Elitesoldaten in Friedenszeiten? Was tun sie, wenn kein Feind zu bekämpfen ist, wenn Lehnsherr, König oder Kaiser keinen Auftrag für sie haben? Indem der Kaiser die Leute nicht mehr angestellt hat für seine Kriegszüge, waren die Ritter arbeitslos. Und den Arbeitslosen fällt ja gelegentlich mancherlei ein, nicht wahr? Das, was wir heute als Schattenwirtschaft oder Schwarzarbeit bezeichnen, das haben die Ritter damals praktiziert auf ihre Weise. Bereits im 10. Jahrhundert werden arbeitslose Elitesoldaten mancherorts zur wahren Landplage. Denn der Reiteradel nimmt sich, was er braucht. Und die einfache Bevölkerung hat nicht die Mittel, sich zu wehren. Ein Wort geht in den Dörfern um. Non militia sed malitia. Nicht Soldaten sind sie, sondern die Pest. Es gibt einen Mönch namens Alanus, der den Sittenverfall heftig kritisiert hat. Ziemlich empört schreibt er: Ritter sind grausame Wegelagerer geworden. Heutzutage sind sie nichts anderes als raubgierige Strauchdiebe. Was kann man da tun, wenn alles so aus dem Ruder läuft? Nun, es gibt eine Möglichkeit. Man muss die schweren Jungs einfach fromm machen. Keine leichte Sache, werden Sie denken. Sozusagen vom Raufbold zum Chorknaben. Es war vielleicht das ehrgeizigste Resozialisierungsprogramm der Geschichte. Aber vor allem einer hat es durchgesetzt. Er hier. Der Mönch Bernhard von Clairvaux. Er war es hauptsächlich, der die Ritter zu gehorsamen Dienern der Kirche macht. Und von diesem sanftmütig dreinblickenden Gesicht sind so Sätze ausgegangen wie: Ein Ritter Christi tötet mit gutem Gewissen und stirbt dann noch ruhiger. Die Kirchenmänner bemühen sich lange, Fehdewesen und Kampfeslust im 10. und 11. Jahrhundert einzudämmen. Aber Bannbullen, Exkommunikationsdrohungen und die Ausrufung eines Gottesfriedens helfen nur wenig. Wie kann man die Aggression der Berufskrieger dauerhaft in richtige Bahnen lenken, in nützliche Bahnen? Der Abt Bernhard von Clairvaux wird zum Hauptvertreter einer cleveren Idee. Man muss das Soldatentum mit dem Mönchtum vermählen. Die Verbreitung des Christentums mit dem Schwert wird zum ritterlichen Ideal erhoben. Der Papst selbst ist es, der Ende des 11. Jahrhunderts zum großen Kreuzzug aufruft, zur Befreiung Jerusalems von der Herrschaft der Sarazenen. In nomine Pater et Filius et Spiritus Sancti. Amen. Auf einem Feld vor der französischen Stadt Clermont fordert Papst Urban die Militarisierung des Christentums. Jeder, der die Vergebung der Sünden und die Krone der Märtyrer erwerben will, beweise Mut und Tapferkeit. Keiner fürchte Not, so verspricht der Papst, denn wer den Herrn gewinnt, ist überall reich. Es ist eine gigantische Vision, mit der Papst Urban die Massen elektrisiert und den Export der Ritter betreibt. Das biblische Jerusalem, die Heimat Jesu Christi, soll wieder die Heimat aller Christen werden. Der islamische Halbmond auf den Turmspitzen der heiligen Stadt soll auf immer ersetzt werden durch das Symbol des Kreuzes. Die Kirche wird jetzt zum Schöpfer des christlichen Ritterideals, dessen höchste Tugenden Armut, Keuschheit und Gehorsam sind und der Kampf gegen die Ungläubigen. Deus Volt! Deus Volt! Deus Volt,
Gott selbst will es, so predigt der Papst. Amen. Und der Traum von der Eroberung der heiligen Stadt, er wird dem Rittertum seine neue Bedeutung verleihen. Die Leute selber waren natürlich naiv und völlig felsenfest davon überzeugt, dass es eine Schande sei, dass die heiligen Stätten in der Hand von Ungläubigen, wie man sagte, sich befand. Denn einen praktischen Grund für diese Kreuzzüge gibt es eigentlich ja zumindest für die Europäer, für die sogenannten Franken eigentlich nicht. Denn die Pilgerstätten waren zugänglich. Man konnte nach Jerusalem pilgern und die dortigen Machthaber, also in diesem Fall die Mamelucken, die waren durchaus daran interessiert, christliche Pilger zu haben, denn die brachten Geld. Pilger werden über Nacht zu Kriegern. Im Jahr 1099 fallen Ritter aus ganz Europa in Jerusalem ein, das zu dieser Zeit seit fast einem halben Jahrtausend in muslimischer Hand ist. Es wird der blutige Auftakt sein zu vielen weiteren Kämpfen, an deren Ende Jerusalem für die Kreuzfahrer doch verloren ist. Ein sinnloser Krieg. Sie selbst aber nennen es Befreiung und glauben an ihren heiligen Kampf für Gott und Kirche. Sie folgen der Idee eines gerechten Krieges, der angeblich mit besten Absichten geführt wird, nämlich aus Liebe zu Gott. Gott will es, hatte der Papst behauptet. Aber will Gott wirklich das? Abertausende machen sich jetzt auf in die heilige Stadt. Jerusalem wird zu ihrer fantastischen Sehnsucht. Die alten Karten zeigen, dass für sie Jerusalem der Nabel der Welt ist, der Mittelpunkt aller Kontinente. Um Jerusalem dreht sich alles. Und wer möchte nicht dieses Zentrum der Welt besitzen? Die Menschen hatten immer das Gefühl, dass irgendwo der Mittelpunkt der Welt sei. Und da gibt es nun eigentlich keine Konkurrenz zu Jerusalem. Erobert von David, sagen wir, um 1000 vor Christus und dann durch Salomon und seinen Tempel aufgebaut und dann eben später Zentrum des Judentums, Zentrum des Christentums und eben auch die zweite heilige Stadt des Islam. Denn Mohammed hat ja zunächst die Gebetsrichtung nicht nach Mekka, sondern nach Jerusalem angeordnet. Und erst durch den Konflikt mit den Juden in Medina hat er die Gebetsrichtung verändert und nicht mehr Jerusalem, sondern Mekka als das Ziel des Gläubigen betrachtet. Aber die Reise nach Jerusalem ist beschwerlich. 4000 Kilometer Wegstrecke, voller Hindernisse und Gefahren. Die Pilger müssen beschützt werden, besonders wenn sie in kleinen Gruppen reisen. Jetzt sind die Ritter in ihrem Element. Kurz nach der ersten Eroberung Jerusalems gründen französische Elitereiter den Templerorden. Ihr Zeichen, das rote Kreuz auf weißem Grund. Es ist der erste Orden, der die Ideale des Rittertums mit denen der Mönche vereint. Zu den Mönchsregeln kommt nun ein weiteres, handfestes Gelübde. Das Versprechen, jeden christlichen Pilger vor Angriffen zu schützen. Und in der unsicheren Bergregion zwischen Jaffa und Jerusalem gibt es jede Menge Arbeit. Die Tempelritter werden zur schnellen Eingreiftruppe, zur militärischen Eliteeinheit, die direkt dem Papst unterstellt ist. Ein Erfolgskonzept. Im 12. Jahrhundert wächst die Zahl der Templer auf über 15.000 an. Die christlichen Kämpfer globalisieren sich rasch und gründen bald im Abend- und Morgenland tausende Filialen, Templerburgen, die auch die Macht und Stärke des Ordens nach außen repräsentieren. Im päpstlichen Geheimarchiv zu Rom untersucht die Historikerin Barbara Frale die Gründe für den kometenhaften Aufstieg und den plötzlichen Absturz der armen Ritterschaft Christi.
Die Templerakten sind erst seit ein paar Jahren für Wissenschaftler freigegeben. Es gab zwei Gründe, warum die Templer so mächtig waren. Zum einen gab es ein ideales Motiv. Sie verkörperten den Heiligen Krieg, gaben ihr Leben, um das Heilige Grab und Jerusalem zu verteidigen. Und zweitens gab es ein ökonomisches, ein materielles Motiv. Der Orden war äußerst wohlhabend. Das bedeutet, im Lauf von 200 Jahren haben Christen ihnen Ländereien, Geld und Güter geschenkt, um den Kreuzzug und die Verteidigung des Heiligen Landes zu finanzieren. Aber so viel Besitz weckt den Neid der politischen Konkurrenz. Dem mächtigen König von Frankreich ist dieser Staat im Staate schon bald ein Dorn im Auge. Eine fingierte Anklage wegen Ketzerei und Unzucht ist das schnelle juristische Mittel, um die Macht der Templer zu brechen. Eben noch Helden des Christentums, landen sie Anfang des 14. Jahrhunderts als Ketzer in den Kerkern oder gleich auf dem Scheiterhaufen. Die alten Prozessakten belegen eindeutig, dass die Templer damals zu unschuldigen Opfern einer zynischen Intrige wurden. Die Tempelritter hat man erledigt, weil sie zu reich waren. Und zu allen Zeiten sind ja religiöse Institutionen, Tempel, Kirchen, Klöster durch die Stiftungen immer reicher geworden. Und das hat die Begehrlichkeit, teilweise auch die begründete Begehrlichkeit der weltlichen Gewalten herausgefordert, sodass eben der französische König eines Tages dazugeschlagen hat und die Templer auf brutale Weise dann enteignet und vernichtet hat. Aber das Ende der Templer bedeutet längst nicht das Ende der christlichen Ritterschaft. Im Codex Manesse, einer Liedersammlung des 14. Jahrhunderts, wird der Glanz des Rittertums in allen Details besungen. Einer von denen, die als fahrende Ritter durch die Lande streifen, ist Ulrich von Liechtenstein. Seine ruhelose Pilgerschaft von Herrschaft zu Herrschaft, von Burg zu Burg, von Turnier zu Turnier, folgt einer einzigen Passion. Alles, was Ulrich tut, stellt er in den Dienst der Liebe. Es ist die Idee der Minne, der brennende Wunsch, das ritterliche Leben einer angebeteten Frau zu weihen. Als Zeichen seiner Leidenschaft thront auf Ulrichs Helm die Liebesgöttin Venus, stets bereit, ihre Pfeile abzuschießen. Die Reisen der fahrenden Ritter sind Geschichten voller Abenteuer und Romantik. Auf der Suche nach Kampf und Liebe durchstreifen sie neue Welten und stoßen in fremde Kulturen vor. Die Ritter des Hochmittelalters sind Krieger, Entdecker und Kulturbotschafter zugleich. Oft bringen sie zum ersten Mal Kunde von Dingen, von denen man in Nordeuropa kaum etwas weiß. Von den wunderbaren Früchten des Südens, von islamischer Lebensart, von den Errungenschaften der orientalischen Medizin und von der Mathematik. Die arabischen Zahlen werden sich schon bald in Europa durchsetzen. Was für ein Erlebnis muss es für die Pioniere gewesen sein, einzutauchen in diese Welt voller Verheißungen, von denen man im kühlen Nordeuropa kaum etwas ahnt. Die Begegnung der Kulturen wird dem Abendland einen entscheidenden Schub geben. Wissenschaft und Kunst blühen auf und das Morgenland wird durch die Erzählungen der Heimkehrer schnell zu einem Märchenreich aus Tausend und einer Nacht. Der Orient ist teilweise auch romantisiert worden. Das muss man sehen. Der Orient war teilweise auch Traumland. Da gab es eben Datteln, da gab es eben Palmen, da gab es Reichtum, da gab es Löwen, die es in Europa ja nicht gegeben hat. Ich meine, wie kommen unsere Leute dazu mit ihren Löwen auf den Schildern hier ab? Löwen gab es in Europa nicht. Aber das sind Dinge, die eben im Orient die Europäer fasziniert haben und die sie als Ideen oder als Anregungen dann mitgebracht haben. Es ist eine merkwürdige Epoche, in der sich in den Ritterburgen des Abendlands die neue Welterfahrung, der alte Aberglaube und das christliche Ritterideal vermengen. Ulrich von Liechtenstein hat seine Erlebnisse Frauendienst genannt und in vielen hundert Versen besungen. Kampf und Kunst sind da keine Gegensätze. Im Gegenteil, im Verseschmieden beweist sich ein Ritter ebenso wie in der Schlacht.
Es muss ein ganz besonderer Zauber gewesen sein, wenn auf den Burgen der Minnesang erklang, schwebend zwischen zarter Melancholie und festlichem Glanz. Gesungene Liebeslyrik gilt im Hochmittelalter als edelste Repräsentationskunst. Minnesang wird zum Wettkampfsport des Adels. Herzöge und Fürsten, ja sogar der Kaiser pflegen diese Kunst, die fast immer die Klage des Mannes über die Unerreichbarkeit der Frau zum Thema hat. Doch selbst wenn alles vergeblich ist, was ein edler Ritter vollbringt, vollbringt er für die Dame seines Herzens. Immer und überall. Ulrich ist immer im Dienst. Und das heißt bei ihm vor allem Frauendienst. Als Liebesgöttin verkleidet, bestreitet er viele Turniere. Seinen ganzen Ehrgeiz richtet er darauf, eine Frau zu minnen. Minnen heißt aber nicht nette Worte säuseln, ein paar Blumen mitbringen und den Ehealltag. Nein, wahrer Frauendienst geht ganz anders. Ganz anders. In seiner Dichtung erläutert Ulrich detailliert seine Liebeskunst. Er erzählt zum Beispiel, wie er sich den Finger abschneidet, um ihn seiner Angebeteten als Beweis seiner Liebe zu schenken. Sie gibt ihm dafür immerhin ein gefälliges Kopfnicken. Oder einmal äußert sie, dass sein Mund ihr nicht gefalle. Daraufhin lässt er sich sofort von einem Arzt den Mund verschneiden. Aber zum Happy End kommt es nie. Das Prinzip Minne verlangt lebenslange Sehnsucht, ewiges Schmachten, unendliche Arbeit an den unendlichen Bedürfnissen der Traumfrau. Ganz schön romantisch, nicht wahr? Aber auch ganz schön anstrengend. Der Alltag eines fahrenden Ritters verlangt vollen Einsatz. Dabei sind es gar nicht so häufig wirkliche Feldschlachten, in denen sich die Elitekämpfer bewähren müssen. Meist sind es Turniere, auf denen ein Ritter unter seinesgleichen zeigen kann, was ein ganzer Mann ist. Die Kampfspiele sind im Hochmittelalter Höhepunkte adliger Kultur. Sich hier im Schwertkampf zu messen, ist Adligen vorbehalten, ebenso wie das Lanzenstechen. Repräsentation ist alles. Prunkvolle Turniere kommen rasch in Mode, weil der Veranstalter seinen Reichtum hier öffentlich zur Schau stellen kann. Nicht selten floriert auf Turnieren auch der Heiratsmarkt. Manch ein Ritter, der sein letztes Geld in die Prunkrüstung steckt, darf hoffen, hier vielleicht die Gunst einer reichen Dame zu erlangen und sein finanzielles Glück zu machen. Den Verlierer freilich trifft es hart. Beim Tjost, dem Lanzenstechen, der Königsdisziplin, muss der Unterlegene dem Sieger Waffen, Rüstung und Pferd überlassen. Oft sein ganzer Besitz. Turnierkampf kann Existenzkampf sein. Auch wenn die Waffen nur aus Holz sind. Die Ritter stehen in harter Konkurrenz, zumal es hochtrainierte Kampfsportler unter ihnen gibt. Ritter, die von Turnier zu Turnier tingeln, um auf diese Weise zu Reichtum zu kommen. Turnierkampf ist Spitzensport der härtesten Sorte.
Ulrich erzählt in seinen Versen von schwersten Verletzungen, die er erleidet. Dabei geht es ihm im Kampf aber niemals um Gut und Geld. Seine Venusreise von Turnier zu Turnier hat nur den einen Zweck. Für seine Minne nimmt er Schmerzen und Mühsal glücklich in Kauf. In der Welt der Ritter sind die Geschlechterrollen streng definiert. Während der Mann alle Leiden klaglos zu ertragen hat, steht es der Frau zu, die Wunden zu kühlen, zu heilen und vielleicht irgendwann sogar ein kleines Zeichen ihrer Gunst zu geben. Mit welchen Verletzungen tapfere Ritter wie Ulrich rechnen mussten, das können Wissenschaftler heute genau messen. In der Crash-Abteilung eines großen Automobilkonzerns lassen sich Turnierverhältnisse wissenschaftlich herstellen. Ein sogenannter Dummy wird mit einer Ritterrüstung bekleidet. Und dann startfrei für das Lanzenstechen vor der Zeitlupenkamera. 50 Stundenkilometer Laufgeschwindigkeit, das Tempo zweier hart angaloppierender Pferde. Der Stoß der Lanze konzentriert eine Wucht von etwa 1000 Kilogramm auf einen einzigen Punkt. Die Rüstung hält dem Druck stand, ohne auch nur einzubeulen. Die hölzerne Lanze aber zerbricht, ein gefährlicher Effekt. Bei Heinrich II. Etwa, dem König von Frankreich, drang eine so gesplitterte Lanze durch den Augenspalt ins Hirn mit tödlichen Folgen. Die Zeitlupe aber offenbart eine weitere Gefahr. Der rückwärtige Sturz in voller Montur erfolgt ohne jede Körperkontrolle. Die Rüstung wird zur tödlichen Falle. Der schwere Helm zerreißt den Halswirbel. Ritter sind auf ihren Pferden schnell. Diesen Vorteil hatten schon die muslimischen Angreifer im 8. Jahrhundert genutzt. Aber Schnelligkeit zu Pferde ist nicht alles. Diese Erfahrung müssen die Ritter nun bei vielen Schlachten im 14. Jahrhundert machen. Je besser sich die Fußtruppen organisieren, umso schwerer können die Ritter ihren Vorteil nutzen. Im Bodenkampf werden schwere Rüstungen zum Handicap. Der Hundertjährige Krieg, der sich im 14. und 15. Jahrhundert als Thronfolgestreit zwischen Franzosen und Engländern entzündet, fordert viele hunderttausend Tote und macht schon früh die Schwäche der ritterlichen Kampftechnik deutlich. Gegen immer besser aufgestellte Fußtruppen und trainierte Bogenschützen können die Reiter wenig ausrichten und Einzelgefechte zwischen gleichberechtigten Gegnern finden kaum mehr statt. Je technischer und planvoller der Krieg aber wird, desto mehr verklärt die Erinnerung das Bild der alten Ritterseligkeit. Auf den Schlachtfeldern erblüht die Rittermystik. Und mit ihr erblühen die vielen Legenden, die von wundertätigen Amuletten und unschlagbaren Schwertern raunen. Letzter Reflex einer untergehenden großen Epoche. Erinnern Sie sich noch, was in der uralten Nibelungensage den edlen Ritter Siegfried so unbesiegbar machte? Nein? Dann schauen Sie doch einmal mit. Siegfried tötet den furchtbaren Drachen. Und anschließend badet er in dessen Blut. Drachenblut macht unverletzlich, aber dummerweise fällt ein Blatt vom Baum direkt auf den badenden Siegfried. Dieser Körperteil bleibt also ungeschützt. Eine klitzekleine Nachlässigkeit, die aber Siegfried am Ende das Leben kosten wird. Auch das Schwert Siegfrieds hat besonders magische Kräfte, weil es göttlichen Ursprungs ist. Nur mit diesem Schwert, das sogar einen eigenen Namen hat, nämlich Baldung, kann Siegfried den Drachen erledigen. Die Welt des Mittelalters, sie ist voller Zauber. Und der Glaube, im Auftrag Gottes zu kämpfen, hat die Rittermystik enorm angestachelt. So berichten alte Chroniken, dass Richard Löwenherz nur deshalb den Araberherrscher Saladin besiegen konnte,
weil er angeblich das unbesiegbare Schwert des sagenhaften König Artus mit sich führte. Es gibt da mittelalterliche Alchemisten, die versprechen hoch und heilig, ihre Zaubermittel würden so ein Schwert federleicht und unbesiegbar machen. Zur Erhöhung der Kampfkraft ist hier im Knauf noch ein christliches Kreuz angebracht. Verstehen Sie jetzt, warum ein Ritterschwert nicht bloß ein Schwert ist, sondern ein Stück Magie? Eine Art Zauberstab. Solches Wesen bekommt einen eigenen Namen. Baldung oder Durindart. Und ein ganz berühmtes heißt Excalibur. In den Legenden der späten Ritterzeit vermischen sich christliche, keltische und orientalische Sagenwelten. Wie in der berühmten Erzählung von König Artus, der England mit seinem wundermächtigen Schwert Excalibur befriedet haben soll. Der Sage nach versucht Artus' Vater, Bendragon, die ferne Burg des Herzogs von Cornwall zu erobern, um England unter seiner Herrschaft zu einen. Vergeblich. In großer Bedrängnis ruft Bendragon die Geisterwelt an. Der Zauberer Merlin eilt zu Hilfe. Er vermag mit seinen magischen Kräften ein Schwert zu schmieden, das selbst härteste Steine zerschneiden kann. Excalibur. Die Sage erzählt von der Zaubermacht Excaliburs, dessen besonderes Metall gezeugt ward, als die Welt noch jung war, als Vogel, Tier und Pflanze noch eins waren mit den Menschen. Wer dieses Schwert besitze, könne die Königswürde beanspruchen. Die Legende erzählt weiter, dass sich der streitbare Herzog von Cornwall unterwirft, als er in der Hand Bendragons das wundermächtige Schwert erblickt. Bendragon aber handelt nicht klug. Übermütig verbringt er mit der Frau des Herzogs die Nacht. Und in dieser Nacht wird Artus gezeugt, den der Zauberer Merlin als Lohn für sein Wunderschwert entführt. Auf der verzweifelten Suche nach seinem Kind gerät Bendragon in einen Hinterhalt und wird tödlich verletzt. Mit letzter Kraft versenkt er Excalibur in einen Felsen, damit kein Feind das Wunderschwert je in die Hand bekomme. Jahre vergehen. Niemand vermag, das Schwert aus dem Fels zu ziehen. Das Land ist ohne König. Doch das Schicksal will es, dass eines Tages Artus den Griff des Schwertes berührt. Und mühelos löst sich nun die Klinge. Artus wird König. Aber auch ihm wird Übermut zum Verhängnis. Als sich der christliche Ritter Lancelot ihm in den Weg stellt, schlägt König Artus mit der Wunderwaffe zu, da aber zerbricht Excalibur an Lancelots Stärke. Die Metallsplitter versinken im See. Alles scheint verloren, doch die Herrin des Sees erbarmt sich. Excalibur steigt neugeboren aus dem heiligen Wasser empor. Artus wird König bleiben und an seiner Tafelrunde wird nun auch Lancelot, der christliche Ritter, seinen Platz finden. Es sind solche Sagen, die noch im späten Mittelalter die Schönheit des Rittertums beschwören. Aber hat diese Traumwelt noch etwas zu tun mit der Realität des 15. Jahrhunderts? Das Mittelalter geht seinem Ende entgegen. Und mit ihm werden auch die alten Ideale zu Staub der Geschichte. Manche meinen ja, das alles wäre altmodisch. Naja, das war es eigentlich schon vor 600 Jahren. Da waren stolze Ritter Auslaufmodelle. Vor allem deswegen hier kraftvolle Fernwaffen wie die Armbrust kamen immer mehr in Mode. Eine ganz andere Art der Kriegsführung begann. Und die war alles andere als ritterlich. Ein anderes Denken markiert den Beginn der Neuzeit. Ergebnisse zählen jetzt mehr als ritterliche Tugenden. Krieger dürfen sich nun feige hinter Bäumen verstecken, wenn der Zweck die Mittel heiligt. Und technisch haben sie aufgerüstet. Ihre Fernwaffen werden auch für gepanzerte Ritter
zur tödlichen Gefahr. Das Wettrüsten hat begonnen. Immer stärkere Waffen gegen immer stärkere Panzerungen. Es ist absehbar, wer bei diesem Rüstungswettlauf letztlich den Kürzeren zieht. Die Kampfesweise der Ritter hat sich in der späten Zeit des Mittelalters nicht verändert. Das Neue liegt nicht am Niedergang des Alten, sondern am Aufkommen des Neuen. Und das Neue ist eben die disziplinierte Fußkämpfertruppe, die aus Bürgern und Bauern besteht und durch Disziplin und Organisation, Zusammenhalt, Training eben diesen etwas in aufgelöster Form kämpfenden Ritterheeren überlegen ist. Im Sommer 1476 prallen bei Bern fast 50.000 Krieger aufeinander. Burgunderherzog Karl der Kühne will die Schweizer Eidgenossen in die Knie zwingen. Ein Testfall in Sachen moderner Kriegsführung. Schwere Artillerie und Bogenschützen sind längst die entscheidenden Waffen. In Karls moderner Armee spielen Ritter nur noch eine kleine Rolle. Aber selbst die spielen sie jetzt schlecht. Denn die einstigen Elitekämpfer stoßen auf gut organisierte Infanteristen. Die Schweizer Fußsoldaten kämpfen hochmotiviert, in festen Gruppen, spezialisiert darauf, die Reiter mit Spießen und Haken von ihren Pferden zu holen. Am Boden werden die eisernen Käfer zur leichten Beute. Was hilft ein ritterlicher Ehrenkodex, wenn niemand ihn mehr beachtet? Und welcher Herrscher will noch Geld in teure Ritterschaften investieren, wenn doch riesige Söldnerheere billiger und effektiver sind? Den erfolglosen Rittern gehen die Sponsoren aus. Ihre Zeit war um. Und wenn das Geld ausgeht, dann gehen oft auch die guten Sitten aus. Einer der allerletzten Ritter war der berühmte Götz von Berlichingen. Der hat es zuletzt noch zu literarischem Ruhm gebracht mit seinem berühmten, sehr unritterlichen Zitat, leck mich am, naja, Sie wissen schon. Götz, der übrigens auch ganz unritterlich im Bett starb, ist ein gutes Symbol für den Niedergang. Es war ja alles zu perfekt an ihm, zu perfekt. Der schwere Helm, die schwere Rüstung und schauen Sie mal, hier, ah, so unglaublich schwer. Weil Götz einst in der Schlacht seine Hand verloren hatte, hatte man ihm eine mechanische eiserne gebastelt. Mit diesem Seilzugsystem konnte die jedes noch so schwere Schwert packen. Besser als mit der echten Hand. Aber eben, daran sind die Ritter zugrunde gegangen. Sie haben immer wieder ihr uraltes System verbessert, immer wieder ihre Rüstungen verstärkt und auch ihre Moral. Aber dabei haben sie die neue Zeit ganz und gar aus dem Blick verloren. Und dann rollt die Zeit über einen hinweg. Und man ist irgendwann nur noch Spielzeug. Und die Moral von der Geschichte: man darf eben nicht unbeweglich werden, wie die Ritter in ihren Rüstungen. Bleiben Sie geschmeidig.